Bracket-Abnahme bedeutet die Entfernung der Brackets nach erfolgter kieferorthopädischer Behandlung mit einer festsitzenden Zahnspange. Sie sehen eine Patientin mit festsitzender Zahnspange. Man unterscheidet den Draht von den Brackets. Zuerst wird der Draht, dann die Brackets entfernt. Die Abnahme an sich ist schmerzlos, wobei das Hantieren am Zahn oftmals als unangenehm empfunden wird. Mit einer speziellen Zange werden die Brackets von der Zahnoberfläche gelöst. Wichtig ist, dass der Bracketkleber vollständig entfernt wird. Dies geschieht in der Regel mit einem speziellen Bohrer, der nur Kleber, aber nichts vom Zahnschmelz entfernt. Eine Politur ist nach erfolgter Bracketabnahme ebenfalls erforderlich. Die Risiken der Bracketabnahme sind vernachlässigbar klein. Trotzdem kann es natürlich in Einzelfällen zu Komplikationen kommen, die dann eventuell weitere Maßnahmen erforderlich machen. Bei jeder weiteren erforderlichen Maßnahme kann es wiederum zum Auftreten von Komplikationen kommen, die dann im Verlauf bis hin zu Zahnverlust führen können. Hier werden nur die speziellen Komplikationen der Bracketabnahme besprochen. Diese wären Schmelzfrakturen, Schmelzrisse, Schmelzverfärbungen, Nachbarzahnverletzungen, Sekundärkaries.